Herausragendes ehrenamtliches Engagement im und für das Handwerk und der Einsatz von Tischlermeistern aus der Eifel hierbei, das sind aktuelle Themen von HWK TV zum Jahresstart 2014. Das Jahr begann für die Handwerkskammer Koblenz mit dem Neujahrsempfang, in dessen Rahmen traditionell Handwerkerinnen und Handwerker für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement mit der goldenen Ehrennadel der Handwerkskammer ausgezeichnet werden. Überreicht durch Präsident Werner Wittlich nahmen an der Feier auch die Familienangehörigen, der Kammervorstand und die Geschäftsführung um Hauptgeschäftsführer Alexander Baden teil. 25 verdiente Ehrenamtsträger wurden ausgezeichnet, darunter Robert Klein. Der Tischlermeister aus Hoffeld in der Eifel ist Obermeister der Schreinerinnung Ahrweiler und hat sich sehr gefreut, diese Ehrennadel zu bekommen. Für 15 Jahre Obermeister war von 94 bis 99 stellvertretender Obermeister und ich wollte praktisch nur eine Periode machen, das heißt 5 Jahre. Und mittlerweile bin ich schon 15 Jahre Obermeister und will noch, wenn Gott will, noch 2 Jahre machen bis zur nächsten Wahl. Was auch bedeuten würde, dass er seit 22 Jahren in der Spitze der Innung ehrenamtliche Arbeit leistet. Parallel zum Hauptberuf eine Herausforderung, die viel Zeit und Energie kostet. Nicht nur an Robert Klein, sondern an alle Ehrenamtsträger ging daher der große Dank der Handwerkskammer, die auch darauf hinweist, ohne Ehrenamt würde es das Handwerk in seiner heutigen Form nicht geben. Und ohne Robert Klein würde es den Familienbetrieb nicht geben. Auch das ist eine Tatsache, denn seit 45 Jahren ist der Tischlermeister hier aktiv. Die Firma besteht über 80 Jahre. Ich habe den Betrieb von meinem Vater übernommen, 1968. Und erfolgreich weitergeführt bis zum heutigen Tag. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Nachwuchsarbeit. Klein hat über die Jahrzehnte immer ausgebildet und ist stolz darauf, seine Lehrlinge mit Spitzenresultaten zum Abschluss geführt zu haben. Auch aktuell packt ein Jugendlicher in der Werkstatt mit an und erlebt seine ersten Handgriffe mit Holz und Werkzeug. Tim, ein 13-jähriger Schüler, absolviert bei Robert Klein sein Schulpraktikum. Eine erste Erfahrung bei der Berufsfindung, die vielleicht aus dem Schüler einen künftigen Tischler werden lässt. Das Ehrenamt ist ein sehr wichtiges Amt, weil ich setze mich unwahrscheinlich ein für Lehrlinge, ich setze mich ein für Jugendliche. Darunter auch solche, die Lernschwierigkeiten haben oder auf die schiefe Bahn geraten sind. Im Rahmen eines Jugendprojektes mit weiteren Trägern des Kreises Ahrweiler hat Robert Klein seine Werkstatt geöffnet und wurde da aktiv, wo andere wegschauen oder die Probleme Jugendlicher gar nicht erst sehen wollen. Ein Projekt, das für die jungen Leute wie auch den Handwerksmeister spannend war. Ich habe mit den Jugendlichen 1 oder 2 Tage hier an dieser Hobelbank gearbeitet und ich habe gemerkt, mit welcher Begeisterung diese Jugendlichen bei dieser Arbeit waren. Die Jugendlichen sind abends mit Begeisterung nach Hause und sie haben mir versprochen, auf dem guten Weg weiterzumachen. Auf einem guten Weg weitermachen, das gilt auch für die Schreinerei Die Holzwürmer in Dernau. Der Vorzeigebetrieb macht seit Jahren mit erstklassiger Arbeit, Hightech im Betrieb und vorbildlicher Ausbildung auf sich aufmerksam. Und auch im Ehrenamt ist man aktiv. Chef Mike Rönnefahrt ist Lehrlingswart der Innung, der Robert Klein als Obermeister vorsteht. Nicht nur wirtschaftlich stehen die Holzwürmer gut da, auch im Ausbildungsbereich setzt man bundesweit Maßstäbe und konnte jüngst den Preis Ausbildungsass beim Bundeswirtschaftsministerium in Berlin entgegennehmen. Für das Ausbildungsass 2013 muss man verschiedene Kriterien erfüllen, einfach was Besonderes in der Ausbildung zu machen. Heißt, was anders als andere Betriebe. Wir machen in dem Fall, wir haben als Argumente aufgezählt, wir sind eine Firma, die fast vom ersten Tag an ausbildet, viele Erfolge in der Ausbildung gemacht haben. Des Weiteren haben wir uns dahin entwickelt, dass wir mittlerweile im Betrieb sind, auch im Handwerk, im kleinen Bereich noch, der trotzdem 3 Ausbildungsbereiche mit sich bringt. Heißt also, wir tun als Maler, Lackierer ausbilden im Büro und 5 Länge aktuell im Schreinerbereich. Die Tischlerei aus der Eifel traf mit ihrer Bewerbung auf große Konkurrenz, scheute den Vergleich aber nicht. Wir haben uns im Umfeld von 185 Teilnehmern durchgesetzt, wo nochmal 3 Spalten waren, nicht innerhalb der nochmal anderen Spalte, wo Industrie sich beworben hat.
und noch Leute, die Initiativen ergriffen haben, wo Ämter und so Geschichten mitgemacht haben. Und wir waren im Handwerksbereich, 185 Teilnehmer, da wo wir uns durchgesetzt haben. Wo auch sehr große Firmen, es war sehr beeindruckend, in welchen Gewässern wir mitschwimmen durften, hatten wir in dem Moment gar nicht so erwartet. Was uns aber auch sehr stolz gemacht hat. Zu Recht, denn eine Bewerbung auf Bundesebene bedeutet auch, sich einer besonderen Herausforderung zu stellen. Denn auch andere Handwerksbetriebe zwischen Nordsee und Alpenvorland leisten hervorragende Ausbildungsarbeit. Doch bei den Holzwürmern hat die Jugendarbeit einen besonderen Stellenwert und ist breit aufgestellt, auch über internationale Projekte. Das war ein Thema, was wir mit der Handwerkskammer Koblenz öfter zusammen gemacht haben, wo wir sehr tolle Erfolge von den Lehrlingen, die wir ins Ausland geschickt haben, wie sie wiedergekommen sind. Ich sage dann einen Satz immer ganz gerne, ein Lehrling ist als Junge, als Kind gegangen, ist als Mann wiedergekommen. Also die Entwicklung, die wir da in den 3 bis 4 Wochen, wo die Jungs weg sind, gemacht haben, weil sie einfach auf sich gestellt sind, war sehr, sehr schön. Ich kann jedem Betrieb nur da nahelegen, sich zu informieren und da mitzumachen. Parallel ist da auch bei uns entstanden raus, einfach eine Eigeninitiative zu gründen. In unserer Innung, in Ahrwiller, haben wir den Vorschlag gemacht, untereinander die Lehrlinge mal auszutauschen. Der Wissensaustausch zwischen den Betrieben, auch das ist Teil der Innungsarbeit an der Ahr. Für die Schreinerei Rönnefahrt gilt seit Jahren. Ein hohes Ausbildungsniveau sichert heute die Fachkräfte von morgen und das langfristig. Dabei sind die Ansprüche im Unternehmen hoch, denn hier wird mit modernsten computergesteuerten Anlagen gefertigt, wie auch in Handarbeit. Das gesamte Spektrum des Tischlerhandwerks ist bei den Holzwürmern zu Hause, deren Kunden weit über die Region hinaus in Dernau ordern. Für die Holzwürmer ist auch das Anerkennung für ihre Arbeit, so wie jüngst der Preis Ausbildungsass.